die Prinzessin. Hier kommt die Prinzessin. Es ist schon spät. Die Prinzessin ist sicher schon im Bett. Ich bin ganz, ganz müde. Gute Nacht, mein Schatz. Träum was Schönes. Oh, solltest du nicht schon schlafen, Prinzessin? Ja, tue ich aber nicht. Heute bleibe ich wach. Bis Mitternacht. Du meine Güte, wozu denn das? Ich will ein Mitternachtsmahl. Ein Mitternachtsmahl? Psst, wir müssen ganz, ganz leise sein. Ein Mitternachtsmahl, wie aufregend. Was ist denn da los? Ich hoffe, das hat die Prinzessin nicht aufgeweckt. Nein, Schlamper. Es ist noch nicht Zeit fürs Frühstück. Machen meine Pfannkuchen eine dreifache Rückwärtssalto. Ui, großartig. Ui, lecker. Zuerst der einfache Salto und dann... Oh, meine Pfannkuchen. Ich muss etwas üben, aber ich habe ja die ganze Nacht Zeit. Nein, Schlamper. Schlamper. Schlampa! Oh, wer ist da? Oh. Schlamper! Böser und böser und! Es gibt keine Frühstück! Erst morgen früh! Mach, dass du rauskommst, eh? Isst du das gar nicht, Prinzessin? Nein. Warum nicht? Dann wäre es doch kein Mitternachtsmahl. Ich muss warten, bis beide Zeiger ganz oben sind. Oh. Ist es immer noch nicht Mitternacht? Ich muss noch ein bisschen länger warten. Oh je. Immer noch nicht? Aber bald. Ganz bald. Jetzt ist es aber bestimmt bald Mitternacht. Hä? Hey! Warum ist es hell? Na, weil es morgen ist. Nein! Doch! Komm frühstücken! Ah! Was willst du jetzt machen? Warten und dann versuche ich nochmal. Es dauert noch lange bis Mitternacht. Noch ewig. Es ist noch nicht mal dunkel. Hm.
Gute Nacht, Prinzessin. Jetzt kann's losgehen. Heute Abend gelingt mir vielleicht der doppelte Rückwärtssalt. Ja! Vielleicht auch nicht. Husch, raus hier! Was hast du da? Ein Teilchen mit Schokoladenfüllung, aber verrat mich nicht. Mit Schokolade? Hast du noch mehr von denen? Galopp, Nessie. Damit wir Appetit bekommen. Leise, das ist doch unser Geheimnis. Oh, Entschuldigung. Weißt du, ich war noch nie zu einem Mitternachtsmahl eingeladen. Ich nehme schon mal eins. Nein, nicht. Wir müssen noch warten. Ach so, Entschuldigung. Nicht mehr lange, Nessie. Halt mich wach. Dann bekommst du auch sowas Leckeres. Ist es Mitternacht? Oh. Das gibt's doch nicht. Nein! Nein! Ist es Mitternacht? Es ist schon morgen. Nessie, du hast uns gar nicht geweckt. So kriege ich nie mein Mitternachtsmahl. Aber es ist doch bald wieder Mitternacht. Das dauert noch ewig. Ich will nicht dauernd warten. Wir machen noch einen Versuch und ich weck dich. Gestern hast du mich auch nicht geweckt. Ja, aber diesmal hab ich eine Idee. Eine geheime Idee. Und um Mitternacht bist du ganz bestimmt wach. Versprochen? Bei meiner Ehre. Und ich besorg das leckerste Essen, das im Schloss zu finden ist. Oh ja, ich auch. Komm mit, Nessie. Dann bis heute Abend. Was machst du da? Ich warte. Bis es Mitternacht ist? Auf den General. Ich bin hier. Was hast du mitgebracht? Ich hab Kekse und, noch andere Kekse. Oh, mal sehen. Karotten? Äpfel? Karotten und Äpfel? Für Nessie. Für uns hab ich Donuts, Schokogebäck, Teegebäck, Marshmallows, Haferkekse und Tapfchen. Ein Mitternachtsmahl. Und nur keine Angst, ich hab dafür gesorgt, dass du diesmal aufwachst. Sehr gut. Es ist Mitternacht. Es ist ein bisschen lauter, als ich dachte. Ah, mach, dass es aufhört. Mach, dass es aufhört. Mach, dass es aufhört. Oh, oh je. Oh je. Oh je. Was ist denn los? Oh, ich weiß auch nicht. Prinzessin, was ist denn hier los? Ja, was ist passiert? Hallo. Guten Abend. Aber was war denn das für ein Lärm? Wir haben schon geschlafen. Und ich war gerade so kreativ. Das war, ein Geheimnis? Nein, eine Überraschung. Eine Überraschung? Oh, für uns? Ein Überraschungs-Mitternachtsmahl. Wartet! Wo sind denn alle hin? Hallo! Was hast du da? Das ist mein Marmeladenbrot. Das habe ich für den Notfall immer unterm Bett. Lecker! Ich habe noch ein Biskuitröllchen. Leckere Napfkuchen. Krebse! Na
dann lasst uns mal reinhauen. Greif zu. Ja, sieht ja köstlich aus. Delicieux. Köstlich. So eine laute Ding-Dong. Es war gar nicht so leicht, die da reinzukriegen. Ach, da bist du, Prinzessin. Warum hilfst du nicht beim Schmücken? Ich kann nicht. Ich muss hier sitzen bleiben. Oh, macht dir das Spaß? Das ist die Straftreppe. Das soll keinen Spaß machen. Warst du denn unartig? Was hast du gemacht? Naja, weißt du, ich habe es schneien lassen, aber dem Kindermädchen hat das nicht so gefallen. Prinzessin, wie sieht es denn hier aus? Und dem Koch hat nicht gefallen, dass ich mit meinem Essen spiele. Oh, das ist schön matschig. So. Hoppla, das wollte ich nicht. Raus! Und in der Eingangshalle habe ich einen Unfall gebaut. Schneller, Rudolf! Prinzessin! Aber ich bin doch der Weihnachtsmann, der mit seinem Rentierschlitten fährt. Geh und setz dich auf die Straftreppe! Oh je, du warst schon ein bisschen unartig. Ja, aber das wollte ich gar nicht. Die Sachen sind halt einfach passiert. Aber ich versuche jetzt ganz, ganz lieb zu sein. Damit du was zu Weihnachten bekommst? Natürlich. Aber auch, weil heute Nachmittag der Christbaum kommt. Wie aufregend. Ja. Aber wenn ich nicht lieb bin, schmücken sie ihn ohne mich, hat Mama gesagt. Meinst du, das würden sie wirklich machen? Ja, ich glaube schon. Dann ist es gut, wenn du bis dahin ganz lieb bist. Ich gebe mir ja große Mühe. Aber ich glaube nicht, dass ich es lange aushalte. Prinzessin, du darfst jetzt wieder reinkommen. Aber schön lieb sein. Ich versuch es. Prinzessin, sollen wir einen Spaziergang im Schnee machen? Ja! Dankeschön. Oh. Dankeschön. Oh, gern geschehen. Huhu. Dankeschön. Lieb sein. Volltreffer. Oh, das ist gut. Tu's nicht. Lieb sein. Nicht. Lieb sein.
Liebsein macht überhaupt keinen Spaß. Lieb sein. Oh, der Baum! Der Baum! Er ist da! Sehr gut, kommen Sie, General. Ich komm, ja. Wir schaffen das schon. Ich darf helfen, wenn wir ihn schmücken, oder? Ich war doch lieb. Ja, mein Schatz, du warst sehr lieb. Natürlich darfst du. Juhu! Der Baum! Der Baum! Gut so, Sie müssen ihn hochhalten. Ich halte ihn doch hoch. Jetzt machen Sie schon, schieben! Ich schieb ja schon. Schieben Sie fester! Ich versuch's, ja. Ihr könnt da nicht rumliegen, ihr müsst den Baum aufstellen. Gut. Alle bereit? Ja. Und hoch damit. Schaut mal. Und schaut euch die mal an. Und oh, meine Lieblingskugeln. Und das kommt dahin. Nicht jetzt, General. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Oh. Du siehst schön aus, wenn das da hängt. Und diese Weihnachtskugeln stehen dir auch gut. Und das sieht auch hübsch an dir aus. Ahoi, Matrose. Oh. Weihnachtsfischlein, weißt du? Bitte schön, Herr Weihnachtsbaum. Die sind auch schön. Erstklassig. Oh, jetzt wird es spannend. Zurücktreten. Ah. Wie hübsch. Wo ist der Engel? Vorsicht. Er sieht genauso aus wie ich. Ja, genau. Toll. Komm, Püppchen. Zeit fürs Bett. Aber ich will den Baum nicht allein lassen. Je schneller du ins Bett gehst, desto schneller kannst du ihn wieder sehen. Morgen früh steht er auch noch da. Aber so lange kann ich nicht warten. War ich heute lieb, Mama? Du warst sehr lieb. Und weil ich heute so lieb war, kann ich bitte runtergehen und mir den Christbaum noch einmal anschauen? Du hast ihn doch schon gesehen. Bitte. Jetzt wird geschlafen. Du siehst ihn morgen früh. Gute Nacht, mein Schatz. Träum was Schönes. Das ist gemein. Du bist noch wach, Prinzessin? Ja, wegen dem Baum. Ich habe ihm gar nicht gute Nacht gesagt. Das macht ihm sicher nichts aus. Aber weißt du, ich habe den Christbaum doch so gern. Ich muss zu ihm runtergehen. Aber deine Mutter hat gesagt... Ich will doch nur mal kurz gucken. Und dann komme ich gleich wieder rauf. Er ist wirklich wunderschön, stimmt's? Ich weiß. Und ich hab ihn schmücken dürfen, weil ich so lieb war. Das warst du wirklich. Ist dir das schwer gefallen? Ja, das war ganz schön schwer. Aber ich hab's geschafft. Du bist ein wunderschöner Baum. Und ich hab dich ja so gern. Er ist stachelig. Vorsicht, Prinzessin!
ist Weihnachten und du sitzt auf der Straftreppe. Ich weiß. Du siehst aber ganz zufrieden aus. Das bin ich auch. Die Straftreppe ist ganz nah an meinem Baum. Das ist doch toll. Ja, wundervoll. Frohe Weihnachten, Prinzessin. Frohe Weihnachten. Prinzessin, du darfst jetzt von der Straftreppe aufstehen. Frohe Weihnachten, mein Schatz. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, meine Liebe. Ihnen auch frohe Weihnachten, General. Oh, seht doch alle mal, es schneit wieder. Ist das nicht wunderschön? Ja. Genau wie Sie, schönes Fräulein. Frohe Weihnachten euch allen! Frohe Weihnachten!